Okay, Leute, ich hab's rausgefunden, wo ich hingehen muss. Also, der Weg ist ganz easy. Einfach hier durch, da kommt man weiter. Yay! Und hier schnell raus und hier. Zu der ersten Truhe, das ist... Das ist eine Phönixfeder. Zum ersten Mal in diesem verfickten Spiel ist eine Phönixfeder da. Und wie ihr seht, ich bin Level 21. Ich musste hier ein paar Mal rumkämpfen und ich bin auch ein paar Mal gestorben. Deswegen musste ich auch extra wieder rausgehen. Weil in diesem Spiel nur bei der Küche, also nur bei der Küche geheilt werden kann. Okay. Noch ein Level up. Okay. Okay, so viel Geld habe ich jetzt. Okay, bitte keine Kämpfe. Hütte gefunden. Einfach mal leer. Bronzearmramp habe ich schon. Oh, Fledermaus wieder den Weg versperren. Okay, da geht's zur Krone. Okay, so viel Geld habe ich jetzt. Ach ja, das Geld. Ich habe jetzt 24.000. Ja, ich musste hier ein paar Mal rumkämpfen, bis ich weiterkam. Und die ganzen... Die ganzen Türen da unten sind verschlossen mit einem Zauberschlüssel. Also, wir müssen erst hier durch. Das war normal, die kommen immer in diesen Raum. Habe ich schon analysiert. Heilung auf alle und du machst Blitzra. 43 Schaden auf mein Mensch. Diese Gegnergruppe kennen wir ja noch nicht, deswegen zeige ich die auch extra. Egal, jetzt sterben die sowieso. 70. Blitzra. Und tot seid ihr. Krone erhalten. Und. Ey, das ist eine fucking Fledermaus. Ich habe eine Idee. Wir sehen uns draußen gleich wieder. Okay, Leute, es geht weiter. Wir sind jetzt vor dem Schloss und sollen ja die Krone abgeben. War der Typ hier drin? Anscheinend schon. Wieso lacht er jetzt böse? Hohohoho. Die törichten Narren. Eure Torheit übertrifft meine Erwartungen. Bei Weitem. Denn ich bin Astos, König der Dunkelelfen. Sind die Helden erschrocken? Und sehen uns mal den Astos. Sieht aus wie ein Digimon. Mit der Kraft der Krone, die ihr mir gebracht habt, und der Kraft des Kristallauges, werde ich nun über alle Elfen herrschen. Ich werde sie alle unterjochen. Ihr wollt mir die Krone nicht geben? Dann hole ich sie mir eben. Unsere Helden sind irgendwie merkwürdig. Also, die sind wie... Alle wie Link. Die sagen kein Wort. Und aber die Menschen verstehen sie trotzdem. Nicht, dass er jetzt gleich stirbt. Aber ich habe so eine Befürchtung, dass er auch gleich stirbt. Feuerer. Blitzra haben wir schon gesehen. Okay. Kein Kommentar zu dem. Kristallauge erhalten. Okay. Wir haben jetzt ein Kristallauge. Okay, wir haben jetzt Astos besiegt. Wir sehen uns bei der Elfenstadt. Okay, wir sind jetzt im Schloss. Ich hoffe, ihr hört nicht den Mixer von draußen, da mein Vater irgendwas jetzt gerade mixt. Wie immer. Was so? Hä, ich hab doch... Warte mal. Kristallauge. War es nicht... Warte mal, was stand da? Eine mystische Kristallkugel. Aber das ist ein Kristallauge.
Ah, okay, den haben wir noch nicht gesehen. Gut, dass er mal aufgetaucht ist. Der Oberhäuptling. Also ich habe ihn schon gesehen, aber ihr habt noch nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt ihn. Das haben wir jetzt auch. Okay, jetzt müssen wir nicht diesen Weg, müssen einen anderen Weg finden. Ist es der? Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich hasse es, wenn mein Charakter vergiftet ist. Okay, hier muss ich nicht hin. Ich muss ganz woanders hin. Ich muss die Brücke hier überqueren. Dann komme ich zu diesem Steg hier. Also jetzt zeige ich euch, was es auf der anderen Seite gab. Ihr wisst ja, wo die Wüste war, also dieser Sanddinger da. Die Leute, die wissen, was ich meine, die wissen ja, wo die Wüste war. Konnte man nach links und dann kommt, also wenn man den Weg benutzt, also nach links, von der Brücke aus, also man kann ja nach rechts und nach links. Und wenn man nach links geht und dann hoch geht, kommt man hier hin. Man kann auch mit dem Schiff, also ihr habt gerade gesehen. Wir kommen jetzt zu Matoyas Höhle. Und seht, was dahinter steckt. Ich weiß nicht. Aua, aua! Was ist los, meine Frau? Meine Augen, ich kann nicht sehen. Aua, aua! Gegen was läufst du denn? Ohne meine Kristallauge bin ich doch völlig blind. Und seht, wir haben hier Kristallauge. Es muss mir gestohlen worden sein beim Satanskraut. Aber von wem bloß? Ich weiß von wem. Ihr seid nur Dunkelelfe. Was ist das, diese Kacke? Potion gefunden. Antidot. Potion gefunden, okay. Wir geben ihr mal ihr Kristallauge zurück. Oh, ist das mein Kristallauge? Es gehört mir, gib es zurück. Hier, nimm dies. Es ist ein besonderes, kostbarer Trank. Aber gib mir ein Kristallauge wieder. Weg, Trank. Oder Trunk erhalten. Juhu. Oh, ich kann ihn wieder sehen. Endlich kann ich wieder sehen. Gut so. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Also, wir sehen uns beim Prinzen wieder. Okay, jetzt haben wir ja den Wecktrank, Trunk oder so. Jetzt können wir zum Prinzen und ihn aufwecken. Endlich mal. Okay, dem Arzt dann. Hier, nimm es. Der Wecktrunk. Dieses wundersame Geschöpf wird den bösen Fluch aufheben und den Prinzen aus dem Schlaf holen. Majestät! Majestät! Mir ist, als sei ich aus einem langen Albtraum erwacht. Oder träume ich gar noch? Der Kämpfer des Lichtes. Dies kann unmöglich ein Traum sein. Wie es in der Legende geschrieben steht, sollt ihr nun den Zauberschlüssel halten, der so lange Zeit in der Obhut der Elfen war. Zauberschlüssel! Okay, jetzt haben wir den auch. Und was jetzt? Okay, jetzt haben wir den Zauberschlüssel. Mit dem Zauberschlüssel können wir jetzt ein paar Truhen öffnen, die wir bisher nicht konnten. Also in Sumpfgurte, in Westschloss, in Cornelia und in Galansland.
Also, wir sehen uns wieder in der Sumpfgrotte. Also, ich muss wieder einen Cut machen. Ich weiß, das Video besteht nur aus Cuts. Okay, das erste Schloss ist hier. Anaconda? Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Aber die sterben auch schnell. Okay, das war's schnell. Ich mal erst. Warte, ich will mal sehen, ob ich bei der Monsterfieber alles habe bisher. Wo? Wer ist die 25? Und Anaconda, okay. Egal, speichern wir mal. Ja, ihr seht richtig. Alle sind jetzt 23. Silberarmreif. Rüsten wir das mal aus. Wer hätte das gebrauchen können? Ach, ich gebe das mal Luzi. Jetzt zu der nächsten Truhe. Antidot. Das waren wieder diese Piskus-Dinger da. Oder wie die heißen, keine Ahnung. Ich sag einfach mal dazu nichts. Okay, dann haben wir wohl alle jetzt. Okay, wir sind uns bei dem Westschloss. Also in dem Schloss, wo der Astos-Typ war. Okay, wir sind jetzt beim Westschloss. Und ich habe vergessen, in dem Elfenstadt, also beim Schloss des Elfenprinzes, gibt es auch ein paar Schätze, die wir holen können. Also habe ich total vergessen. Erstmal hier. Todesabt, okay. Lässt du mich auch mal angreifen? Das wäre auch nett. Okay. Okay. Falchion. Rüsten. Macht es eigentlich irgendeinen Unterschied? Nein, oder? Mit nach unten verbreiteter Klinge. Dann lass ich mal Falchion. Also es gibt einen Trick an die Schatztruhen. Ihr könnt die Gegnern ausweichen. Wenn ihr von den Seiten, also wenn ihr von hier aus die Truhen öffnet, da kommen keine Gegner. Aber wenn ihr sie von vorne öffnet, kommen dann Gegner. Also Zufallskämpfe. Also ich kämpfe aber lieber von vorne. Da gibt es neue Sachen, die man sehen kann. Das sind ja untot, das muss dann funktionieren. Adia. Okay. Kraftstab. Okay, dir gebe ich das nicht. Da gebe ich dir den Kraftstab. Wird irgendwie wenigstens dein Angriff verstärkt. Okay, ich glaube, hier kommen auch wieder Mumien, aber sehen wir mal, wenn ja, dann schneide ich das. Es waren wieder Mumien. Stahlhandschuhe rüsten. Ja, komm. Okay, das waren die einzigen Schätze und wir sehen uns beim Elfenschloss wieder. Okay, wir sind jetzt beim Schloss. Und ihr wisst ja, man konnte noch hier von hier aus dahin gehen. Um ein paar Schatzfunden zu kommen. Mithrillehammer, 800 Gil, 700 Gil, Boron-Zahnschuh. Ich glaube, das war alles, was man hier holen konnte. Rüsten. Achso, ich habe ja einen Hammer bekommen. Mithrillehammer. Ist besser. Sama braucht einen dicken, fetten Hammer. Also, wir sind uns in Cornelia. Boah, dieses Video besteht nur aus Cuts. Okay, es geht weiter. Boah, dieses Video besteht echt nur aus
übertrieben vielen Cuts. Aber ich will euch echt nicht den ganzen Weg zeigen. Es dauert nur zu lange. Und das will ich euch einfach ersparen. Ist doch besser. Oder nicht? Ihr schreibt zu den Kommentaren, ob ihr wie es findet. Säbel gefunden. Hirte gefunden. Mithrilmesser gefunden. Wieso kommt immer dieser behinderte Strich da oben? Ja, wir machen mal das hier mit Trillmesser, damit er ein bisschen mehr Kraft hat. Obwohl er sowieso schon overlevelt ist. Zelt gefunden. Eisenrüstung. Schwarzpulver erhalten. Okay, das brauchen wir sowieso in der späteren Story. Okay, dann haben wir hier alles. Dann bleibt nur uns ein Ort übrig. Das ist Galans Festung. Da sehen wir uns auch gleich wieder. Okay, jetzt sind wir endlich da. Wir müssen jetzt so viele Zufallskämpfe kommen. Mein Bernd und mein Mike sind auf Level 24, wollte ich gerade sagen. Wolftöter, Goldnadel. Wolftöter. Wolftöter ist sehr viel. Gegen Mutanten wie Werwölfe. Okay, merke ich mir. Okay, jetzt noch den letzten Schatz. Der letzte Schatz ist ein Runenschwert. Okay, damit hatten wir alles geholt, was man holen kann. Magisch Versierte. Ja, ich mach mal Runenschwert. Also damit ist dieser Part 5 auch zu Ende von Final Fantasy 1. Und das nächste Mal sehen wir uns dann beim Andockstelle bei Cornelia. Und dann gehen wir zu der Zwergenhöhle, wo man ja uns hinschicken sollte. Also da sollen wir als nächstes hingehen. Also ja, das nächste Mal dann. Bis später. Also bis zum nächsten Part.